Das Leben ist kurz, aber schön. Und darum sollte man sich es so angenehm wie möglich gestalten. Und darum ist meine Devise, Arbeit ist aller Laster Anfang. Oder wie sagt der Volksmund so schön, Arbeit ist wunderschön. Sie hat nur den einen Nachteil, man versaut sich den ganzen Tag damit. Ja, ich bin ja Beamter geworden. Aber Beamte sein, da musst du erst eine Prüfung machen, das ist nicht so einfach. Hoho, das war ganz schön schwer. Und der schwerste Test, den wir machen mussten, wir mussten 3 Tage aus dem Fenster gucken und durften nichts dabei denken. Ich war der Beste. Ich habe erst nach 2 Tagen festgestellt, dass die Jalousie runter war. Ja. Da sagen die Leute immer, Beamte werden faul. Das ist überhaupt nicht wahr. Der arbeitsreichste Tag im Leben eines Beamten, das ist ja bekanntlich der Montag. Ja. Muss der arme Hund 3 Kalenderblätter auf einmal abreißen. Und solltet ihr mal so kurz vor Feierabend in eine bundesdeutsche Amtsstube kommen und der Beamte sitzt am Schreibtisch und bohrt sich in die Nase. Das macht er nicht aus Langeweile. Der Junge holt das Letzte aus sich raus. Aber die den deutschen Beamten in Misskredit bringen, das sind die 0815-Beamten. 0815. Null Ahnung, 8 Stunden am Hintern sitzen und nichts tun und nach 15 bezahlt werden. Mein Chef, das war auch so einer. Hat immer einen Putz gehauen, er wäre Akademiker. Ich habe da mal überprüft. 3 Semester Bauermalerei auf der Volkshochschule. Aber auf der Sahne hauen hat er immer so Schlagworte drauf. Hat er mal eine so eine Serie gehabt, alles war phänomenal. Ich sag, Chef, was ist eigentlich phänomenal? Ja, sagt er, wenn so einer in so eine Rakete steigt, lässt sich auf den Mond schießen, geht da spazieren und kommt wieder. Das ist phänomenal. Ja, sagt er, was meinen Sie denn, was phänomenal ist? So, wenn ich mir dazu überlege, so eine Thermosflasche. Was ist da denn dran phänomenal? Ja, passen Sie mal auf, sag. Im Winter bleiben die Getränke da drin heiß. Und im Sommer bleiben die Getränke kühl da drin. Ja, sagt er, und? Ich sag, woher weiß die Thermosflasche, ob Sommer oder Winter ist? Ja. Der Sinn einer Ehe sind ja Kinder. Kinder, ja. Ja, ich habe auch 4-mal gevatert. Ja. Oh, ich kann mich noch erinnern, als unser Elster geboren war, ich saß da im Warteraum vom Kreissaal, mir gegenüber noch 3 Herren, ein so ein dunkelhäutiger Mitbürger aus Kenia, ein Westfaler aus Münster und ein Rheinländer, das konnte man so an der Sprache hören. Und dann kam die Schwester rein, ging zu den 3 und sagte, herzlichen Glückwunsch, meine Herren, jeder von Ihnen hat einen strammen Stammhalter bekommen. Ja, da war was los. Er sagte, Moment, ich muss einen Tropfen Wermut in den Becher der Freude gießen. Wir haben uns mit dem Bändchen am Arm vertan und würden Sie vielleicht mal nachgucken, wer so verwandtschaftliche Ähnlichkeiten hat, damit wir keine Blutprobe machen müssen, ne? Der Westfale springt auf, rast da rein, guckt sich die 3 an, sagt er, hier, den nehme ich, den kleinen Schwatten da. Da sagt die Schwester, haben Sie sich doch vertan, der Schwarze darf doch nicht. Schwester, hören Sie auf zu reden, ich gehe kein Risiko ein. Meinen Sie, ich lasse mir so einen dämlichen Rheinländer unterjubeln? Ja, ja. Ein Junggeselle ist ledig, ein Verheirateter ist erledigt. Wissen Sie, woher der Name Lebensgefährtin kommt? Von Lebensgefahr. Wie ist es denn in einer modernen Ehe heute? Vor der Verlobung redet er, sie hört ihm schmachtend zu. Nach der Verlobung redet sie, er muss zuhören. Und nach der Hochzeit reden beide und die Nachbarn hören zu. Ja, so ist es doch, so ist es doch. Ja, ich bin ja auch verheiratet, mache ich aber keinen Gebrauch von. Ich habe unsere Mutter auf eine ganz dämliche Art und Weise kennengelernt. Ich war mit unserem Hund spazieren im Park, und ist der dämliche Köter abgehauen, habe ich hinterher gepfiffen. Ja, und sie war schneller. Ja, ich habe mich sofort bei ihr entschuldigt. Und sie hat mich sofort ins Kino eingeladen.
Und da habe ich die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Da hätte ich wach sein sollen. Die spielten nämlich gerade den Film Verdammt in aller Ewigkeit. Und ich habe die Worte des Pastors noch im Ohr. Wie er am Traueraltar zu uns sagt, liebes Brautpaar. Die Ehe ist ein ruhiger Hafen, in dem sich zwei Schifflein begegnen. Glaubiger Backup, ich bin mit einem Kriegsschiff zusammengestoßen. Ja. Heute Mittag mit meinem Vater Unser hat sie mir eine runtergehauen. Sag, Schätzke, warum schlägst du mich denn? Sagst du, weil du mich so ansiehst. Sag, darf ich dich noch nicht mehr ansehen? Doch, sagst du, aber nicht bei der Stelle, löse uns von dem Übel. Nicht? Wir waren ja im Ötztal. Interessant, Ferien auf dem Bauernhof. Herrlich, wunderschön. 14,50 Mark mit Frühstück, kann ich sagen. Nicht? Dann sagt der Bauer, sagt, das will ich immer gleich sagen. Die Betten müssen sie selber machen. Ich sage, wo liegt das Problem? Sagt der Hammer, Nägel und Bretter liegen in der Scheune. Ja. Politiker sind wie die Tauben auf dem Domplatz in Münster. Wenn sie unten sind, fressen sie aus der Hand. Wenn sie oben sind, bescheißen sie dich. So. Ja, ist doch wahr. Wir kleinen Leute sollen sparen. Sparen, sparen, sparen. Und da oben werden Millionen verpulvert. Das Schlimmste ist, an das Geld der Rentner wollen sie auch ran. Und das finde ich gemein. 40, 50 Jahre haben die gearbeitet. Und jetzt wollen sie denen auch noch in die Tasche greifen. Finde ich unverschämt. Ich habe gestern auf der Promenade hier in Münster auf der Bank da zwei Rentner belauscht. Sagt der eine, du, sagt der Fritz, mir juckt die rechte Hand. Ich glaube, die erhöhen uns die Rente. Da sagt der andere, kannst du vergessen, mir juckt der Hintern. Ich glaube, die scheißen uns, weißt du. Ja, 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 ja. Hör mal, die leben doch an der Wirklichkeit vorbei in Bonn. Uns fordern sie auf zu sparen. Es wird alles teurer. Die glauben das doch gar nicht. Kohl ist mit dem Blüm in der Stadt gewesen und wollten mal Preisvergleich machen. Da kommt sie am Geschäft vorbei, da sagt der Kohl, guck dir das an hier, Norbert. Da eine Hose, 15 Mark. Da eine Jacke, 20 Mark. Da ein ganzer Mantel, 30 Mark. Da sagt der Norbert, Helmut, lass uns weitergehen. Wir stehen vor der chemischen Reinigung. Denken Sie daran. Wer morgens aufsteht, dreimal schmunzelt, wenn's regnet, nicht die Stirn runzelt und abends lacht, dass alles schallt, wird 99 Jahre alt. In diesem Sinne, gut gone.